Hallo Freunde, heute fängt ein neuer Tag an und wir sind auf dem Weg zu den Krieger Wasserfällen. Wir gucken uns das Ganze mal an und ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt sind wir hier gerade an den Wasserfällen, wo man baden kann und ich passe ein bisschen auf die Sachen auf, springe gleich auch noch mal rein. Die drei sind jetzt gerade zusammen im Wasser und genießen das und ich hoffe, ich bin gleich auch noch mal dran. Ja Freunde, wir sind von den Krieger Wasserfällen wieder zurück. Es war richtig geil, also ich kann es jedem empfehlen, der irgendwie einen halben Tag oder vielleicht auch einen ganzen Tag Zeit hat, sich da auf jeden Fall mal aufhalten. Wir waren noch schön baden, war richtig geil. War ganz angenehm, neben dem Wasserfall irgendwie mal zu baden. Jetzt sind wir in Pirovac, nennt sich das. Und ja, haben uns hier erstmal in den Hafen gestellt. Hier sind bis zum 15.06. muss man hier nichts zahlen auf den ganzen Parkplätzen. Auch irgendwie ganz geil, dass wir halt genau in der Saison hier sind. Dann fangen wir jetzt an, ein bisschen was zu essen zu machen. Heute gibt's Kartoffeln, Spiegelei oder Omelette mit so ein bisschen selber gemachten Chibop-Chichi. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. And you know how to forget. Guten Morgen Freunde, der nächste Tag ist angebrochen. Wir haben hier wunderbar geschlafen. Es war sehr, sehr warm heute Morgen, deswegen sind wir so gegen 20 nach 7 aufgewacht und auch aufgestanden. Dann haben wir ganz fein geduscht hier, weil hier gab es so schöne Duschen und Toiletten am Hafen direkt. Das habt ihr jetzt vielleicht gesehen auch schon, die kleine Aufnahme, die ich gemacht habe. Ich wollte da nicht so riesig filmen, da habe ich die Lekra mal wieder ausgepackt. Und jetzt geht es nochmal ein bisschen in den Hafen und für euch gibt es ein paar Bilder. All the wrongs and every reason why we've changed. And there's a storm inside my head. It's getting me in trouble, baby. So, jetzt waren wir noch gerade kurz auf dem Markt. Mal eben ein Kilo Kirschen für 1,40 Euro, also 10 Kuna bezahlt. Auch nicht schlecht. Und jetzt gehen wir mal weiter suchen, einen schönen Strand suchen für heute, damit wir auch ein bisschen das Wasser noch genießen können. Guten Morgen, Freunde. Ihr seht mich jetzt erst wieder, weil wir waren gestern den ganzen Tag eigentlich am Strand in Pirovac und dann haben wir noch ein bisschen Zadar erkundet, so ohne Kamera mal einfach einen Urlaubstag gemacht sozusagen. Und heute stehen wir hier auf dem Parkplatz auf so einem kleinen. Wir waren nämlich gestern Abend noch Pizza essen in so einem ganz kleinen Lädchen. Da haben wir einfach einen Kellner angesprochen, beziehungsweise ich habe einen Kellner angesprochen und habe einfach mal gefragt, ja, können wir hier eine Nacht pennen so? Und ja, das hat alles wunderbar geklappt. Da hinten ist das kleine Stübchen. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen sehen könnt. Und wir hatten heute dann sozusagen auch Wifi, also richtig Luxus. Und ja, das war echt eine schöne Nacht und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Tag heute. Heute ist nicht mehr so viel passiert. Wir waren hier den ganzen Tag jetzt hier am Strand und haben noch auf Freunde gewartet, weil falls ihr euch wundert, welcher T4 jetzt die nächsten Tage mit uns unterwegs ist, das ist ein Studienkollege von mir. Und ja, da sind wir jetzt ein bisschen unterwegs miteinander und wir werden jetzt auch heute hier schlafen. Den Ort hier werde ich euch noch auf der Karte markieren, den findet ihr dann dort auch. Wir haben jetzt den nächsten Morgen, haben wunderbar geschlafen, wurden natürlich wieder von der Sonne ein bisschen geweckt, weil es warm wurde. Und ja, wir haben heute das erste Mal sozusagen nicht an dem geplanten Ort geschlafen, weil wir noch erfahren haben, dass das ein Naturschutzgebiet war.
wo wir da standen. Also zum Tagsüberstehen völlig in Ordnung, könnt ihr euch in der Karte auch anschauen und auch hinfahren. Da standen auch mehrere Autos, alles okay. Nur schlafen wollten wir da eben nicht, weil das gefiel uns einfach nicht oder das war einfach nicht nett, fanden wir. Und jetzt haben wir hier in so einem kleinen Hafen noch geschlafen, der ist auch in der Karte wieder markiert. Und ja, heute sind wir wieder ein bisschen alleine unterwegs, weil unsere Mitläufer, die sind jetzt ein bisschen irgendeine Kajaktour machen oder so, worauf wir nicht so Lust hatten. 2 Minuten von dem kleinen süßen Parkplatz entfernt haben wir jetzt hier unseren eigenen Strand. Bisher ist noch niemand hier. Kleines Dixie-Klo steht da sogar. Also mal wieder perfekter Platz für uns, um hier den Tag zu verbringen, beziehungsweise erstmal zu warten, bis die wieder von ihrem Kajakfahren wieder zurück sind und dann werden wir wahrscheinlich weiter düdeln. Erzählt mir mal bitte, wie man so schlafen kann. Heute kriegt ihr dann auch mal ein bisschen was zu sehen. Ich bin jetzt hier den Weg gerade mal so 15-20 Minuten entlang gelaufen und jetzt kommt erst der nächste Strand. Beziehungsweise es scheint wieder eine ziemlich einheimische Bucht zu sein, weil irgendwie, also stehen 2 Autos jetzt da und das sind einfach die Plätze, die ich suche und die euch auch wahrscheinlich gut gefallen werden. Ich werde mal gucken, ob man da irgendwie zur Straße kommt oder so und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Genau für sowas laufe ich hier rum. Und zwar habe ich jetzt hier einen Stellplatz sogar asphaltiert gefunden. Vorne habt ihr vielleicht einen Steg gesehen sogar. Da kann man theoretisch auch mit dem Auto draufstehen. Da steht auch momentan ein Auto drauf. Da könnte man auch echt wirklich pennen. Der Weg hier runter ist in der Karte, zumindest in meiner App, die ich benutze, nicht verzeichnet. Aber ich werde euch trotzdem mal den Platz einfach markieren auf der Karte. Und wenn ihr Bock habt, dann guckt ihr hier mal vorbei, weil hier sieht's echt mega aus. Sowas feiere ich einfach übertrieben. Ihr seht es selber im Hintergrund so ein bisschen und habt die Bilder gesehen. Hier, das ist ziemlich krass, hier liegen überall Patronenhülsen rum irgendwie. Schon alle ziemlich verrostet, also bestimmt schon älter. Aber irgendwie krass. Ja, ich glaube, hier bin ich fehl am Platz. So, nachdem wir jetzt unser Mittag da an dem besagten Ort gemacht haben, den ich euch noch auf der Karte markiert habe, sind wir jetzt heute mal wieder auf dem Campingplatz mit unseren Freunden hier. Die stehen hier schon mit dem Bus, mit dem T4. Das ist das Autocamp Pisac, also auf dem sind wir jetzt. Es liegt natürlich wieder direkt am Meer, also so wie die meisten Autocamps hier. Und hier haben wir eben jetzt nochmal genüsslich was gegessen. Morgen, Freunde. Jetzt ist der nächste Tag angebrochen. Wir wollen jetzt heute wahrscheinlich in den Nationalpark hier in Nähe Selin. Aber was heute denn wirklich passiert, das seht ihr im nächsten Video. Also haut rein.